Ja, hallo, grüßt euch hier mal ganz kurz und knapp zu meiner Tech-Check-Video, also die Dell-Aktie. Dell Technologies wird hier mal ganz kurz beleuchtet von mir. Und ich verspreche euch, ich will es auch nur ganz kurz, denn allzu viel habe ich zu der nicht zu sagen. Vorab, bevor wir in die Chartanalyse gehen, bevor wir in die Kennzahlen gehen, bevor wir reingehen, was die Analysten so sagen und die News. Dell ist eine richtig coole Firma. Die machen sehr viel richtig momentan. Ich habe mit denen immer wieder zu tun, also in letzter Zeit fast täglich telefoniert, wo auch mal Dell ein Thema war. Überwiegend, ich würde mal sagen, zu 95% wird Dell geliebt, also auch aufgrund des Services, was die anbieten. Die haben jetzt auch sehr stark aufgestockt hier in München. Mit Developern, also mit Leuten, haben neue Leute eingestellt, suchen neue Leute, auch im Sales, im Business Development, in Entwicklung und so weiter. Und im suchen den direkten Kundenkontakt ganz, ganz stark, also machen ganz viel direkten Kundenservice, direkten Sales, wo manche andere Hersteller zweimal, dreimal Umwege machen. Und fast gar nichts direkt machen, ja, machen die genau das Gegenteil und es kommt sehr gut an. Viele von den Mittelständlern und so weiter kaufen mittlerweile direkt bei Dell ein, holen sich dort direkt einen Ansprechpartner. Also ich höre nur Gutes und ich persönlich habe auch super guten Erfahrungen gemacht mit dem Service von Dell. Und es ging eigentlich schon los, als ich Student war, meinen ersten Laptop in London oder New York über das Internet gekauft habe. Meinen allerersten Internet-Laptop und es war damals schon so wie jetzt auch. Dell war immer etwas teurer wie alle anderen, aber hatten dafür einen Top-Service. Ja? Und genauso ist es heute auch im B2B, B2C. Also, das nur mal vorweg. Jetzt aber zum Chart und ob das Ganze für mich eine Aktie wäre, ja oder nein. Das ist nämlich nochmal eine ganz andere Story und ich habe das jetzt deswegen auch 2 Minuten lang so ausführlich erzählt, da es wichtig ist, also dass ich grundsätzlich gerne in Aktien investiere, wo ich auch in meinem Daily Doing, also in meinem täglichen Alltag irgendwie Berührungspunkte habe, möglichst viel und auch vielleicht ein bisschen was davon verstehe. Dann tut mir viel leichter, mir auch in Investmententscheidungen zu fällen, als dass ich irgendwie eine Aktie kaufe, die irgendwas machen, die Sachen machen oder produzieren oder Dienstleistungen bieten, von denen du nie was gehört hast. Na, dann ist einfach die Affinität, ist immer schwierig, sich dann sozusagen damit zu identifizieren auch, ja. Aber es ist immer wichtig, das zu differenzieren. Ja, du kannst eine Firma haben, die geile Produkte machen, ja, und du in deinem Daily Doing super zufrieden bist, aber trotzdem läuft die Aktie scheiße, ja. Und andersrum geht es genauso, ja. Also wie zum Beispiel McDonald's, ja, schlimm, schlimm das Essen. Also es ist wirklich schlimmer geworden. Also ich habe früher wenigstens immer noch den Milchshake getrunken. Ja, der schmeckt mittlerweile wie Babykotze. Ja, also ich gehe in den Laden nicht mehr rein. Ich habe früher wenigstens ab und zu, zum Beispiel als das McCafé mit reingenommen haben, geiler Kaffee und so weiter, bin ja öfter hin und so weiter. Mittlerweile habe ich einmal diesen Milchshake genommen und den musste ich wegschmeißen. Ich hasse es, Essen wegzuschmeißen und den musste ich wirklich wegschmeißen. Seitdem gehe ich nicht mehr zu McDonald's. Und dieses Video ist definitiv nicht über McDonald's. Ich wollte nur mal als Beispiel, ja, dass es hier Unterschiede gibt zwischen, was du von einer Firma oder von einem Produkt, was die Firma herstellt oder Dienstleistung, du in deinem Daily Life, also im täglichen Leben, ja, die Berührungspunkte, die du da hast, die Erfahrungen, die du hast und die Meinung, die du dann dadurch hast und positiv oder negativ und dann was gut ist, wenn du überhaupt diese Berührungspunkte hast, um überhaupt zu verstehen, was die machen. Aber dass das nicht immer genau das sein, dass das nicht, dass es auch genau das Gegenteil von dem sein kann, wie dann die Aktie läuft und ob dass das nicht immer gleichzeitig ein Kauf oder Verkauf ist. Ne? Also nochmal ganz deutlich hier an dieser Stelle gesagt. Mit anderen Worten, du bist Audi, ich bin Audi-Fan, ja. Ich habe jetzt deswegen keine Audi-Aktien, ja, keine VW-Aktien, ja, nur weil ich Audi super geil finde, ja. Also das ist einfach nochmal an dieser Stelle auch sozusagen nochmal
ein Disclaimer für sich, ja. Ja, okay. Also jetzt gehen wir mal kurz in den Chart und wir gehen ja mal bei, kommen direkt zu diesen Kennzahlen, die immer so ein bisschen indikativ schon sind. Und wir sehen hier zum Beispiel, ja, hier steht so ein Minus, ne, ist schon mal auch für Aktienanfänger, jeder Aktienanfänger versteht schon mal ein Minus, ich sogar auch, ne? Eigenkapitalquote, da steht kein Minus, das ist schon mal positiv, ja. KGV für eine Tech-Aktie ist natürlich popelig lächerlich. Und das ist meistens schon ein Indikator, dass irgendwas nicht stimmt. Also es ist vergleichbar jetzt zum Beispiel mit der Automotive-Branche, ne? Die Daimler-Aktie, ich glaube die BMW, also alle Automotive-Aktien, die großen Hersteller, Autobauer bei uns in Deutschland, ja, momentan irgendwie so ein KGV zwischen 6 und 10 oder sowas. Ja, was für, also für das, was die Aktien in letzter Zeit gelaufen sind, ja, ist es unglaublich schlecht. Ja. Und das ist letztendlich schon wieder ein Kontraindikator. Also eher die Finger wegzulassen von so einer Aktie, weil da irgendwelche Probleme sind. Ne? Das ist nicht normal. Also es ist nicht so, dass desto niedriger der KGV, ja, desto besser ist das Verhältnis und desto mehr kriege ich für meine Euro. Oh Mann, jetzt habe ich einen Anruf. Muss ich stoppen. Bis gleich. Ciao. So, jetzt habe ich natürlich völlig den Faden verloren, weil ich einen Anruf hatte. Ja, also gut, wir haben hier den KGV und hatte ich da Vergleiche gezogen mit der Autobauer und so weiter. Jo, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen eine kleine Vorahnung und jetzt gehen wir mal zurück zum Chart und was machen wir jetzt, um hier, wir sind jetzt mal hier auf ein Jahr, da sieht man noch nicht ganz so viel, weil wir hatten ja letztendlich, wir haben jetzt, ja, also gehe immer lieber nochmal 3 Jahre zurück, das machen wir auch gleich. Und was wir aber vorher noch machen, ist, wir ziehen eine Benchmark. Und mit diesem neuen Tool hier ist es einfach super geil. Also wir machen hier eine Benchmark mit dem Nasdaq. Ja, hier Search. Und so. Ja, und wenn wir hier das sehen, das rote ist der Nasdaq und das da unten ist die Dell-Aktie, dann sehen wir schon, die Dell-Aktie ist schlechter gelaufen, so wesentlich schlechter. Wie der Nasdaq, ja, an dem sich ja dessen Teil die Dell-Aktie ist und an dem man sich ja auch orientieren sollte, könnte. Und das ist natürlich schon, was wir jetzt nicht vorhin hier am KGV, vorhin mit dem KGV 6, mit dem extrem niedrigen KGV, schon ein bisschen sozusagen hätten erahnen müssen, können, dürfen, sollen. Okay, jetzt gehe ich nochmal zurück auf 3 Jahre. Und hier sehen wir ganz klar, da im Januar 2019, also diesen Wahnsinnsabsturz von, halt mich fest, das waren hier, was, wie ist es hier abgestürzt, von, ja, von 58 auf 62, also wie so ein gerader Strich ist es darunter gegangen, ja. Also anfällig für Korrekturen ist die Aktie auf jeden Fall. Aber was mich wirklich stört, ist hier der Anstieg und dann dieser Abstieg hier. Ja, und zwar war das hier mitten im Mai, Juni, wo also viele andere Aktien ganz normal gelaufen sind. Ja, sell may go away, okay, aber bei vielen anderen Aktien war das eben nicht so. Und da ist das Ding nochmal hier sage und schreibe. Tja. Von 70 in der High auf 50, das sind ja mal eben kurz 20-30% gefallen. Und das gefällt uns natürlich nicht. Ja. Nach eine Linie ziehen würde und so weiter, dann haben wir natürlich hier einen relativ starken Abwärtstrend. Seitwärtstrend wäre schon fast, ja, also man könnte auch sagen, irgendwie. Seitwärtstrend, Tendenz, Abwärtstrend. Ne? Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, warum haben die Analysten ja, das Ding zweimal innerhalb der letzten, ich glaube, 6 Monate oder dreimal sogar zum Kauf empfohlen? Ja? Und welche Analysten sind das und für wen arbeiten die? Frage ich mich schon. Ja? Wenn ich jetzt mal zum Beispiel hier mal Google kurz, Analysten. Also gut, Dell-Aktie, Analyse. Ja, dann habe ich hier bei Finanznachrichten.
Wo war das jetzt? Hat hier die Analysten. Fokus. Na, irgendwo auf jeden Fall. Ja, hier Tell Technology kaufen. Empfehlung der Analysten zur Dell-Aktie. Na, ja, also gut, die ganzen Analystenmeinungen, die kannst du selber googeln. Ja, auf jeden Fall wurde es mehrmals zum Kauf empfohlen. Und ich frage mich, okay, mit welcher Begründung, ja? Ja, weil das steht da manchmal nicht so richtig dort, ne? Okay, das soll es gewesen sein. Es waren jetzt 10 Minuten und mehr will ich zu dieser Dell-Aktie auch nicht sagen. Wie gesagt, nochmal abschließend, ein tolles Unternehmen, ja, gutes Feedback im Markt, sei es von Business-to-Business-Kunden als auch von Business-to-Consumer-Kunden, soweit ich das immer wieder höre, und ich bin relativ nah dran und am Markt, und aber von der Aktie ist es noch für mich jetzt kein Grund, diese Aktie zu kaufen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, ich will ja hier auch, ich darf hier keine irgendwelche Beratungen und sowas sowieso nicht machen. Da gehen wir schön zum Experten, ne? Und lass dich da schön beraten. Das war jetzt ein bisschen ironisch gemeint, weil da habe ich so meine Erfahrung gemacht in meinem Leben. Also bilde dir lieber deine eigene Meinung, ja. Und hinterfrage abschließend eine Empfehlung, die ich dir, glaube ich, geben darf. Ja? Hinterfrage grundsätzlich immer das, was die Analysten sagen. Immer. Ja? Weil da mache ich auch nochmal ein Video zur Tesla-Aktie. Irgend so ein Analyst von JP Morgan, glaube ich. Nee, von JP Morgan, von ja, irgend so einem anderen Haus. Ja? Hat dort tatsächlich schriftlich also seine Meinung abgegeben. Ja, und also das Maximum wäre irgendwie 400 irgendwas Euro und das Minimum wäre 10 Euro. Also mit anderen Worten, es kann in jede Richtung gehen, es kann unendlich steigen und es kann unendlich fallen. Sorry, ja. Und jeder halbwegs normale denkende Journalist, ja, lacht sich doch da kaputt, ne? Wenn er so eine, also wenn jemand davon lebt, dass er solche Meinungen abgibt, ja, und irgendwie einen tollen